Hallöch, meine lieben Damen und Herren, oder hauptsächlich Herren, wenn man meine Statistiken Glauben schenken kann. Holy shit, ist das unausgewogen. Und willkommen zurück zu Digimon Masters Online. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ein paar Tage her. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber diese Folge hatte einen etwas höheren Bearbeitungsaufwand. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich möchte jetzt ja keinen beeinflussen oder so. Hust, hust. Und ich weiß, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, es sei denn, du schaust die Folge zu Weihnachten, dann frohe Weihnachten dir. Dennoch habe ich diese Folge eine kleine Wunschliste erarbeitet von Digimon, die ich schnellstmöglich in Digimon Masters haben möchte. Natürlich auch chronologisch geordnet, in welcher Reihenfolge ich sie gerne im Spiel hätte, ja? Fange ich jetzt also gleich mal an und ich nenne dazu natürlich auch gern noch den Rang. Als erstes natürlich Gress Garurumon. Das gehört einfach jetzt schnellstmöglich rein, damit sich Blitzgreymon nicht mehr so alleine fühlt. Und ich würde hier Blitzgreymon, sage ich schon, Gress Garurumon einen Rang genau wie Blitzgreymon geben. Und zwar ein A+. Das ist, glaube ich, sehr angemessen. Als nächstes, das schließt dann sozusagen den Kreis, natürlich Alter S. Es muss einfach danach mit rein oder vielleicht zur gleichen Zeit sogar. Das wäre natürlich am besten. Und Alter S würde ich hier ein Ranking geben von SS oder SS Plus. Also ich würde schon ein bisschen höher als Omegamon einstufen. Ja, also vielleicht sogar ein SS Plus. Wäre gar nicht mal so bad für den guten Dude. Als nächstes Digimon hatte ich schon mal im Let's Play von Digimon Links angesprochen, Chessmon. Ja, doch, man muss ja auch wirklich mal anmerken, Digimon Masters ist so von den Online-Digimon-Spielen selbst an Handy-Games ziemlich hinterher, was es angeht, moderne, also in Anführungsstrichen moderne Digimon reinzubringen, und Chessmon gehört auf jeden Fall dazu. Und Chessmon würde ich hier, auch wenn es mega ist, doch noch etwas höher einstufen als so der reguläre Mega-Typ, also die schwanken ja immer so bei A, A+. Ich würde hier Chessmon tatsächlich ein Ranking von S geben. Die Digimon, die ja immer reinkommen, werden jetzt eh stärker und gebufft und tüdelü. Ja, also warum nicht? Und ich hatte ja gerade schon Digimon Links angesprochen. Vulkanik-Dramon würde ich auch nochmal gerne mit in den Spiel haben. Das ist ja das tolle Drachenviech, was im Login-Screen von Digimon Links erscheint und wo ich auch schon mal ein Event mit aufgenommen habe. Guck doch mal rein bei Digimon Links. Wie? Das Let's Play läuft noch so halb. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und jetzt kommen wir. Achso, habe ich jetzt ganz vergessen, das Ranking noch zu sagen. Vulkanik-Dramon hätte ich übrigens gerne als Chokris, ne? Also zwei Digimon, die dann Vulkanik-Dramon werden. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Also ich finde es auf jeden Fall geil. Und hier, weil es doch so ein bisschen krasser Motherfucker ist. Oh, habe ich das wirklich gesagt? Das ist immer wohl piepen, YouTube und so. Nee, ich lasse es einfach drin. Scheiß drauf. Würde ich tatsächlich hier ein SS Plus geben? Oder vielleicht sogar Triple S? Eventuell. Aber dann, das ist noch diskutabel. Gut, auf zum nächsten. Ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, denn das nächste Digimon sind viele Digimons, denn ich möchte mehr X-Antibody-Digimon drin haben, ja? Wir reden ja also hier von Magnamon X, Black Vogueramon X, Ulfors Vedramon X. Also diese ganzen X Digimon einfach mal reinschmeißen. Ich meine, das kann so ein krasser Patch wieder werden. Und ja, das habe ich jetzt kein besonderes, aber Game King, mach doch mal. Mach doch mal. Es wird Zeit. Und zu guter Letzt, ja, das Omegamon lässt mich nicht los. Und zwar wünsche ich mir gerne Omegamon Mercyful Mode. Ja, das wird dann auch, das hätte ich auch kein Problem mit, der stärkste Digimon wieder ins Spiel werden. Ich meine, Game King hat ja da so seinen kleinen Fetisch, dass da immer jedes Omegamon das stärkste im Spiel sein muss. Und hier würde ich damit mit dem Mercyful Mode die Reihe fortsetzen. Und ich wäre sogar damit einverstanden, wenn es das erste
Digimon, also dieses U-Ranking Digimon wird, hätte ich überhaupt kein Thema, kein Problem mit, kein Thema, macht mal Game King. Und ja, das war's erstmal soweit von der Liste, so die Digimon, die ich jetzt am schnellsten mit drin haben möchte. Und wenn ihr es anders seht, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, könnt ihr es ja mal gerne reinschreiben. Und ja, ich habe jetzt das Gameplay da hinten schon im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, ist dir vielleicht aufgefallen. Und ja, jetzt habe ich hier noch zum Schluss dann natürlich noch diese tollen Boxen gescannt, wo es jetzt hier, ich jetzt getroppt habe, was eigentlich der ganze Sinn der Karten öffnen war. Und da habe ich jetzt noch ein paar Eier. Wir brauchen Eier gescannt und das ist jetzt das Ergebnis davon. Ja, es war es auch soweit erstmal von dieser Folge. Wie gesagt, ein bisschen anders, ein bisschen gestörter, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Tüdelü!